Reite ich ein totes Pferd? Läuft mein Business noch? Habe ich noch eine Chance? In diesem Video werden wir klären, woran du es erkennst. Also, tatsächlich ist es so etwas, was es gibt, ja, dass bestimmte Dinge im Business ihre Zeit haben und irgendwann nicht mehr so richtig funktionieren. Also ich möchte dir ein Beispiel nennen, zum Beispiel wie die Musikindustrie früher funktioniert hat. Die Art und Weise wird nicht mehr wiederkommen, ja, dass man, dass Musiker in erster Linie von Tantiemen leben und so weiter und dass man eben CDs oder Schallplatten verkauft und davon können Musiker leben. Diese Zeiten sind vorbei in Zeiten des Streamings und auf so etwas zu setzen wäre ein totes Pferd. Dasselbe bei Fotografie, ja, also Abzüge zu machen auf Fotopapier mit einem Film in der Kamera ist ein totes Pferd. Also das mag im Einzelnen noch Liebhaber betreffen, die so etwas haben wollen, aber die breite Masse macht alles digital. Und das gibt es natürlich auch im Business vorwiegend, vor allen Dingen mit Marketingwegen. Und wenn du den Eindruck hast, bei dir funktioniert es nicht mehr richtig, könnte es rein theoretisch sein, dass du ein totes Pferd reitest. Und lass uns das hier in diesem Video klären und dann kannst du umswitchen, wenn du Bescheid weißt. Ein ziemliches Indiz für ein totes Pferd ist etwas, dass man etwas so macht wie früher. Ja, wie früher. Also, wenn du das, was du tust, schon ziemlich lange so machst und es hat mal fantastisch funktioniert und heute ist es irgendwie aber nicht mehr ganz so fantastisch und du merkst, die Aufträge werden beispielsweise weniger und du hast das Gefühl, irgendwie fühlt sich das alles zäh an und es ist nicht mehr so flüssig oder du hast ausschließlich immer noch dieselben Geschäftspartner wie vor 10 Jahren, die buchen auch noch schön bei dir, aber du kriegst irgendwie nicht richtig gut neue dazu und so, dann solltest du aufmerksam sein. Ja? Und dann macht es auch mal Sinn, sich im Markt umzusehen und zu schauen, wie machen es eigentlich die meisten anderen. Und jetzt pass gut auf. Es kann sein, dass sich in deinem persönlichen Umfeld da, wo du vielleicht als erstes gucken würdest, relativ viele finden, die tote Pferde reiten. Ich möchte ein Beispiel aus dem Bereich Coaching, Training, Consulting nennen. Also angenommen, du warst immer als Trainer unterwegs und du hast deine Kunden so bekommen, dass du in irgendeiner Form über Empfehlungen oder Akquise, die akquiriert hast, das sind Firmen, die haben dich gebucht und dann bist du vor Ort angetreten und hast diverse Themen trainiert mit den Mitarbeitern des Unternehmens und das machst du schon ewig so, vielleicht auch über einen Vermittler oder sowas, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier gerade ein totes Pferd reitest, relativ groß. Also möglicherweise ist das Pferd noch nicht ganz verendet, aber du solltest die Augen offen halten. Weil hier wird auch Medizin dem Pferd gegenüber nicht mehr viel nutzen. Also du kriegst dieses Pferd nicht mehr ans Leben. Nimm aber die Gelegenheit und baue nebenher moderne Wege auf, deinen Beruf weiterzumachen. Also natürlich als Trainer und Coach wirst du immer gefragt sein in der Zukunft, als Berater. Aber möglicherweise in einer völlig anderen Form. Und die Art und Weise, wie Mitarbeiter in Unternehmen trainiert werden und wie man Coaching macht, dass man eben vor Ort hinfährt und dass man das dort mit den Führungskräften macht, mit den Mitarbeitern macht und so weiter. Diese Methoden, die es schon ewig gibt, die stehen möglicherweise kurz vor ihrer Beerdigung. Also, die letzten Monate haben das ja ziemlich gezeigt, dass selbst im deutschsprachigen Raum, wo viele Unternehmen sehr, sehr nachhängen, was die Digitalisierung angeht, trotzdem jetzt gezwungenermaßen natürlich auch diese Schritte gemacht haben, zumindest zum Teil. Und in der Weiterbildung wird das auch passieren. Also ich habe vor 5 Jahren schon gesehen, dass viele Unternehmen, die damals gesagt haben, ja, wir wollen das, aber das geht nicht und der Betriebsrat muss auch noch zustimmen und bla, da ging es jetzt plötzlich ganz schnell. Und der Punkt ist genau eben, wenn es dann plötzlich ganz schnell geht und du kennst dich nicht aus, hast du natürlich ein Thema, ja. Es muss nur noch irgendeine Geschichte kommen und dann geht es ganz schnell und dann bist du nämlich raus. Warum?
weil plötzlich andere Qualifikationen gefragt werden, beziehungsweise weil du plötzlich antrittst gegen ein Heer von Mitanbietern, die auch in Amerika sitzen können oder auf Mallorca oder in der Südsee. Und spätestens da merkst du plötzlich, dass das, was du vielleicht über die Jahre aufgebaut hast, vielleicht auch wenn jemand aus der Personalentwicklung ausscheidet, der jetzt irgendwie einfach schon auch in dem Alter ist, dass er ausscheidet und bekommt jüngere Nachfolger, dann verändern sich die Dinge möglicherweise auch. Und du merkst es daran, dass es eben, dass es immer weniger frische Sachen gibt, immer weniger frische Aufträge. Also manche haben auch tatsächlich richtig geklagt und haben auch immer wieder gesagt, also ich kriege überhaupt nichts mehr, ich verdiene bei weitem nicht so viel wie sonst, obwohl die Zeiten heute mit Internet dazu angetan sind, das 30-fache von dem zu verdienen, was du früher verdient hast, wird es halt auf dem alten Weg so nicht geschehen. Und genau das ist der springende Punkt. Das heißt also, wenn du feststellst, du machst etwas schon seit sehr vielen Jahren, wenn du feststellst, es gibt eine Wandlung im Markt, auch wenn du noch nicht daran glaubst, ja, kann sein, du glaubst da im Moment noch nicht dran, weil es bei dir noch anders läuft. Wenn du aber feststellst, es kommen weniger frische Aufträge, sondern vorwiegend von alteingesessenen Firmen, mit denen du vielleicht schon länger zusammenarbeitest oder mit welchen, die immer noch auf die alte Weise arbeiten, dann werde aufmerksam. Dann solltest du das Ruder rumreißen und dann solltest du das, was es an Neuerungen im Markt gibt, egal in welcher Branche du bist, bei dir implementieren. Und es finden sich da immer Lösungen, ja. Also ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren mit einem Fotografen zusammengearbeitet habe, der war in meinem Alter und der klagte halt immer darüber, dass es heute nicht mehr so ist wie früher und ja, jeder selber seine Fotos machen würde und alle könnten das ja aufgrund der guten Kameras und bla bla. Und er verdiente immer weniger Geld, während der Fotograf, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, ganz jung ist und ruckzuck fünfstellig war, als er begonnen hat, ja, jeden Monat. Und daran sieht man, das ist eine Frage, auf was setzt du, beziehungsweise wie lässt du dich auf die neuen Dinge ein? Und es gibt immer Möglichkeiten, aber du musst sie kennenlernen und du musst diese Wege dann selbst gehen. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allen Neuerungen, bei jedem Change. Und wenn du Hilfe brauchst und Unterstützung, sprich uns gerne an.